أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتي. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren mit unserer wunderschönen Unterrichtsreihe Wie werde ich ein besserer Mensch? Und wir können nur bessere Menschen werden, wenn wir uns an unsere großartige, gewaltige Religion des Islam halten. Der Islam hat uns Muslimen alles beigebracht. Alles, was du wissen musst, um ein erfolgreiches Leben zu führen und ein ewiges Paradies zu bekommen, hat dir diese großartige Religion des Islam beigebracht. Und Wallahi, Billahi, Tallahi, und ich schwöre einen kräftigen Schwur, du wirst niemals erfolgreich sein in diesem und im nächsten Leben, außer dass du dich an die Religion hältst. Allah Azza wa Jal hat dir einen gewaltigen Koran herabgesandt. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah Azza wa Jal sagt, Taha, wir haben den Koran auf dich, ja Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nicht herabgesandt, damit du traurig bist. Wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du traurig bist. Vielmehr solltest du dadurch zufrieden sein. Und dieser Koran macht uns zufrieden. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwa. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Der Koran leitet den Menschen zu einem besseren Weg, zur Zufriedenheit Allahs. Darum geht es uns in dieser Dunya, dass Allah Azza wa Jal nicht er unsere Seelen nimmt, o liebe Geschwister, bis er mit uns subhana zufrieden ist. Und wenn Allah mit dir zufrieden ist, dann wisse, er hat das beste Leben für dich bereitet im Paradies, ein ewiges Leben, wo Allah dir ein Gastgeber sein möchte, mit dem du bei Allah zufrieden sein wirst. Allah Azza wa Jal ist in der Lage, dir alles zu geben, was du dir erwünschst. Und denkst du, Allah wird dir eine Sache nicht geben können? Er wird dir hier schon Zufriedenheit in dieser Dunya geben, so dass dein gläubiges Herz zufrieden ist. Immer für Allah Azza wa Jal schlägt und deswegen zufrieden ist. Und dann, wenn Allah Azza wa Jal deine Seele nehmen wird, dann wirst du in einen Zustand gebracht, von dem du dir dieses niemals erträumen lassen würdest. Allah lässt dich in sein ewiges Paradies hereingehen. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam berichtet von Allah Azza wa Jal in einer heiligen Überlieferung, wo Allah Azza wa Jal sagt, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ich habe für meine, für wen ja Allah, für meine rechtschaffenen Diener etwas vorbereitet. Höre zu, für meine rechtschaffenen Diener. Nicht für meine übelstuenden Diener, nicht für meine Diener, die nicht die Pflichten einhalten, mit denen ich nicht zufrieden bin, die klauen und betrügen und lügen und wal'iyadu billah alle Grenzen Allahs überschreiten. Nein, ich habe für meine rechtschaffenen Diener etwas vorbereitet, was noch nie zuvor ein Auge gesehen hat. Hast du schon mal schöne Häuser gesehen? Du hast sie gesehen. Aber hast du die Häuser im Paradies gesehen? Du hast sie nicht gesehen.
Dein Auge hat diese Dinge zuvor niemals gesehen. Hast du schon mal eine hübsche Frau gesehen? Du hast schon mal eine hübsche Frau gesehen. Aber hast du eine Paradiesjungfrau gesehen? Du hast sie bei Allah noch nicht gesehen. Du würdest niemals mehr einschlafen können, wenn du sie sehen würdest. Subhanallah, Abim. All das hat Allah Azza wa Jal für dich vorbereitet, was noch nie ein Auge zuvor gesehen hat, was noch nie ein Ohr zuvor gehört hat und was in keiner Herzensvorstellung vorkommt. All das gibt es für dich im Paradies, wenn du nur eine einzige Sache schaffst, ein rechtschaffener Diener zu sein. Allahumma ja'alna min as-salihin. Liebe Geschwister, und ich liebe euch für Allah Azza wa Jal und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er uns am Tage der Auferstehung miteinander vereinigt im Paradies, so wie er uns auch hier sitzen gelassen hat, liebe Geschwister. Ich möchte heute mit euch über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar über Al-Ghadab, über den Zorn und seine Folge. Und wie kann einer, der vielleicht hier sitzt, von uns, ich, ihr, mit diesem Zorn auf eine Art und Weise umgehen, wie die Religion es uns geboten hat. Und tatsächlich ist das ein Thema, mit dem ein Muslim sich auseinandersetzen muss, liebe Geschwister. Denn das Übel des Zorns ist auf der gesamten Welt zu sehen. Ey Wallah. Und der Zorn ist eines der Dinge, die der Shaitan nutzt, um dir in diesem, genau in diesem Moment, wo du zornig bist, etwas einzuflüstern, was dich später vernichtet. Ein Mann tötete im Zorn seine eigene Mutter. Ein Mann beschimpft Allah, wenn er zornig ist. Ein Mann scheidet seine Frau zum Zeitpunkt des Zorns. Wie viele Freundschaften sind nicht mehr vorhanden? Wie viele wurden geschlagen im Zustand vom Zorn und sind jetzt extrem verletzt? Wie viel Hass ist entstanden? All das durch den Zorn. Liebe Geschwister, der Muslim, er muss seinen Zorn beherrschen. Er muss lernen, damit umzugehen, dass dieser Zorn ihn nicht überwältigt. Und der Zorn, und das ist das Gefährliche, er führt dazu, dass der Verstand gänzlich ausgeschaltet wird. Was denkt ihr, wer hat die Herrschaft über den Verstand, wenn der Verstand ausgeschaltet wurde? Der Shaitan. Und wenn der Verstand ausgeschaltet ist, hast du für Shaitan alle Türen aufgemacht. Wir sehen das manchmal. Manchmal streiten sich zwei Muslime miteinander, liebe Geschwister. Dann kommst du und sagst, Salli ala Nabi. Das heißt, mach die Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und einer, wal'iyadu billah, ist so zornig, er sagt dir, lass mich mit deinem Nabi in Ruhe. Lass mich mit deinem Propheten in Ruhe. Daher hat der Islam es nicht versäumt, uns zu erziehen, diesen Zorn zu unterdrücken, liebe Geschwister. Was bedeutet dieser Zorn? Passt auf, liebe Geschwister. Der Zorn an für sich ist nicht verboten, weil der Zorn zur menschlichen Natur gehört. Der Zorn gehört zur menschlichen Natur. Aber was denkt ihr, was ist verboten? Was ist verboten? Hä? Und ihr wisst, ich mag es immer, dass wir zusammenarbeiten im Unterricht, bevor ihr mir weggibt. Na, was ist verboten, Suleiman? Den Zorn auszuleben. Richtig, den Zorn auszuleben. Nochmal bitte. Dass man zornig wird, gehört ganz natürlich zu einem Menschen. Aber wie lebst du den Zorn aus? Hier hat dir die Religion Schranken gewiesen. Du kannst ihn nicht ausleben, wie du willst. Man darf den Zorn nicht unkontrolliert lassen, liebe Geschwister. Wann ist der Zorn lobenswert? Ihr habt richtig gehört, es gibt Situationen, wo der Zorn lobenswert ist. Zum Beispiel, liebe Geschwister, der Muslim muss zornig werden, wenn die Grenzen Allahs überschritten werden. Wenn die Grenzen Allahs überschritten werden. Und der Muslim, er sollte sogar auf sich selber zornig sein, wenn er zu denjenigen gehört, die die Grenzen überschreiten. Nicht nur, dass du zornig wirst, wenn andere die Grenzen Allahs verletzen. Hast du dich vergessen, wenn du die Grenzen Allahs verletzt? Dann wird er, dieser Muslim, liebe Geschwister, wenn sein Herz wirklich nur mit dieser Art vom Zorn verbunden ist, auch wirklich tatsächlich zornig sein, wenn die Religion Allahs Azza wa Jal verletzt wird. Heißt es jetzt, er kann dann tun, was er will, um die Religion Allahs zu verteidigen? Nein.
aber es muss sich in dir etwas auftun, in deinem gläubigen Herzen, welches Allah über alles liebt, dass du diese Vergewaltigung, Verletzung der Gesetze Allahs auf keinen Fall duldest. O Diener Allahs. Der Zorn, liebe Geschwister, wie gefährlich ist er? Lasst uns über verschiedene Gruppen reden, wie sie in Bezug auf den Zorn handeln. Die Gelehrten sagen, bezüglich des Zorns gibt es unter den Menschen drei Personengruppen. Die eine Gruppe übertreibt. Kennt ihr solche Leute? Du brauchst nur an ihm vorbeizugehen und ein Feuer entflammt. Wenn an ihm eine Fliege oder eine Mücke vorbeifliegt, dann holt er sein Schwert und läuft hinter ihr her. Kennt ihr diese Leute? Das sind die Übertreiber. Das sind die Übertreiber. Dann gibt es eine andere Gruppe, der wird nie zornig. Ein Mann kommt zu ihm und sagt zu ihm, Mashallah, deine Frau hat so schöne grüne Augen. Ja, findest du? Ja. Kein Zorn. Keine Rira. Keine Eifersucht für die Religion Allahs Azza wa Jal. Das ist der Üble in dieser Personengruppe, so wie der Übertreiber. Und die dritte Art ist derjenige, der das richtige Mittelmaß hält, liebe Geschwister. Und wir werden heute lernen, inshallah ta'ala, wie wir mit diesem Thema umgehen. Der Zorn kann gewaltige Schäden anrichten. Und du solltest verstehen und wissen, o Diener Allahs, dass der Zorn von dir Allahs Zorn nach sich zieht. Dein Zorn zieht Allahs Zorn nach sich und er verweigert dir den Eintritt in das Paradies. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa arda, er berichtete, annahu sa'ala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam madha yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jal. Ibn Umar fragte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wie kann ich den Zorn Allahs vermeiden? Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, la tardab, werde nicht zornig. Wisse, wenn du zornig wirst, und wir haben erklärt, wie das gemeint ist, nicht wenn jemand die Gesetze Allahs übertritt, dann soll dein Herz diese Rira, diese Eifersucht gegenüber der Religion haben. Ganz gleich, ob du die Gesetze Allahs verletzt oder ein anderer. Aber was möchte Allah auf keinen Fall von dir sehen? Dass du auf eine üble Art und Weise deinen Zorn auslebst und damit Menschen schädigst, o Diener Allahs. Das bedeutet, wenn du deinen Zorn zurückhältst, hält Allah auch seinen Zorn vor dir zurück. Und die Propheten am Tage der Auferstehung, zu denen die Menschen hingehen. Und jeder einzelne Mensch hat Angst an diesem Tag, den Zorn Allahs Azza wa Jal zu verspüren. Deswegen gehen sie zu den Propheten, einen nach den anderen. Und sie sagen zu ihnen, legt doch ein gutes Wort für uns ein. Ich verlange, mach für uns die Fürsprache. Und die Propheten sagen zu ihnen, idhabu ila ghayri, geht zu jemand anderen heute hin. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithla wala ba'dahu mithla. Mein Herr, sagen die Propheten, ist an diesem Tag so zornig, wie er es nie zuvor gewesen ist und wie er es nie danach wieder sein wird. Mit anderen Worten, Allah ist so zornig, dass wir Propheten heute uns nicht trauen, mit ihm zu reden. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Pass auf, wie du mit deinem Zorn umgehst, o Diener Allahs. Das Übel, liebe Geschwister, ist, dass wenn jemand für sich selbst zornig wird. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist nie für sich selber zornig geworden, sondern er wurde nur dann zornig, wenn was? Wer sagt mir das? Na? Wenn die Grenzen Allahs überschritten wurden.
Und ihr wisst, was mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gemacht wurde. Wallahi, wenn das mit einem von uns gemacht werden würde, hätten wir ihn in Thunfischscheiben in einer kleinen Dose eingelegt. Einer kam, und das war einer von diesen Khawarij damals, möge Allah azza wa jal diesen Leuten den Verlust in der Dunya und in der Akhira geben. Einer kam zu ihm und er packte ihn an die Schulter, den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Eine Frage, würdest du dich das trauen? Würdest du dich trauen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam so anzufassen? Würdest du dich das trauen? Niemals. Das ist der Gesandte Allahs. Dann packt er ihn an der Schulter, dieser ungerechte Mann, und sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Sei gerecht, denn du bist nicht gerecht. Schaut mal, wie er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingeht. Er packt ihn an der Schulter und greift richtig zu und sagt zu ihm: Sei gerecht. Sei gerecht, denn du bist nicht gerecht. Das sind die Khawarij. Das sind diejenigen, von denen manche Leute denken, oh, mashallah, da ist einer, er hebt die Fahne, la ilaha illallah hoch. Eine Frage, jeder, der die Fahne, la ilaha illallah hochhebt, gehört zu uns? Gehören die Khawarij zu uns, ja oder nein? Ja oder nein? Nein. Niemals, sogar sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wenn einer von euch sie sieht, dann soll er sie töten. Und wenn er wüsste, welch großartigen Lohn für ihn bereitsteht, würde er es nicht versäumen, ihn zu töten. Das sind die Khawarij, denen viele Leute in der heutigen Zeit hinterherlaufen, weil sie kein Wissen über die Religion haben, liebe Geschwister. Denn in dieser heutigen Zeit gibt es viel Fitna und jeder macht, was er will. Das Traurige ist nicht, diese Übelstunde, die denken, dass sie die Sahaba dieser Zeit sind, dass sie die Tabi'in dieser Zeit sind. Das Üble ist die Unwissenheit der normalen Muslime, die bis heute leider nicht verstanden haben, wer zu uns gehört und wer bei Allah mit uns nichts zu tun hat. Sie haben die Khawarij, Ali getötet, Uthman getötet und sie haben Abdullah ibn Khabbab getötet, indem sie ihn einfach so, liebe Geschwister, auf dem Weg gesehen haben mit seiner Frau, die schwanger war. Sie haben sie auf den Boden geworfen, aufgeschlitzt, ihr Baby rausgeholt, weggeworfen. Und das waren die Leute, die gesagt haben, wenn sie eine Mücke getötet haben, haben wir Unrecht getan oder nicht? Wenn ihr Abdullah ibn Khabbab tötet, fragt ihr nicht, ob ihr Unrecht getan habt. Wenn ihr Ali oder Uthman getötet habt, fragt ihr nicht, ob ihr Unrecht getötet habt. Aber wenn ihr eine Mücke tötet, dann heißt es, lasst uns heute alle gottesfürchtig sein. Seht ihr den Maßstab von diesen Leuten, die bei Allah nochmal nicht zu uns gehört. Deswegen lasst euch nicht blenden. Viele Leute heutzutage, die kochen, die haben so viel Emotion, dass ihnen egal ist, wen sie folgen. Ja, Wallah, sogar den Schia wird gefolgt. Dieser Hassan Nasrallah von Libanon, liebe Geschwister, hört mal, hier viele Sunniten, wenn sie ihn sehen im Bildschirm, der sagt doch auch, wir sind gegen die Yahud und wir werden sie bekämpfen und so. Was passiert daraufhin mit diesen Leuten hier? Sie fangen an, ihn zu... Zu Liebe. Eine Frage, haben wir was mit diesem Götzendiener zu tun? Antwort, ja oder nein? Wir haben nichts mit ihm zu tun. Nicht jeder, der sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ist auf dem Weg der Sahaba. Sie haben die Sahaba vom Islam ausgeschlossen, die Khawarij. Wenn die Sahaba keine Muslime waren, dann bitte, ich erwarte eine Antwort von dir, wer sind dann Muslime? Bist du dann ein Muslim, wenn die Sahaba keine Muslime waren? Sind wir dann überhaupt Muslime, wenn die Sahaba keine Muslime waren? Wallahi al-Azim, nein. Und sie waren die besten Menschen, die edelsten. Allah Azza wa Jal hat sie ausgezeichnet im Koran. Ulaika hum sadiqun. Das sind die Wahrhaftigen. Und niemand ist wahrhaftiger als diese großartigen Vorfahren von uns, den Sahaba radiallahu anhum. Und ich schicke einen Brief an dich, O Diener Allahs. Niemals, niemals nährst du dich Leute, auch wenn sie scheinbar dasselbe Ziel haben wie du, wenn du nicht weißt, was ihre Aqida ist. Niemals! Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, er wurde damals gefragt von den Mujahideen in Afghanistan. Sie sagten zu ihm, ja Sheikh, es gibt hier Leute, die sind Kommunisten, aber sie kämpfen mit uns auf demselben Weg. Sollen wir eine Gruppe bilden? Er sagte, nein!
Die sollen ihren Weg gehen und ihr geht euren Weg. Denn wenn ihr gesiegt habt, dann werden sie kommen und die Scharia fordern. Ja oder nein? Sie wollen fordern was? Was auch immer sie fordern wollen. Niemals! Deswegen, liebe Geschwister, seid klug und handelt nicht dumm. Wie diese, tut mir leid, dass ich das sage, unwissenden Facebook-Nutzer. Viele von ihnen laufen jetzt einem Trend hinterher und bei Allah, sie wissen nicht einmal, wem sie folgen. Subhanallah al-Azim. Der hat überhaupt keine kritischen Anhaltspunkt gegenüber bestimmten Leuten. Wenn du zu ihm sagst, guck mal, das ist ab jetzt heute dein Lehrer, der wird dir die Religion beibringen. Wird er das einfach so akzeptieren? Oder wird er dich fragen, wer ist überhaupt, hä? Wer ist überhaupt diese Person? Tayyib, bei einem Lehrer fragst du kritisch und bei einem Khalifen nicht. Wo sind wir, liebe Geschwister? In welcher Zeit leben wir heute? Möge Allah Azza wa Jal uns unseren Jahl verzeihen und uns die Basira, den richtigen Blick geben für die Wahrheit in dieser Religion. Sagt Amin. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, er machte uns durch viele Aussagen auf den Zorn und dessen großen Schaden aufmerksam, damit wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, liebe Geschwister. Wenn man zornig ist, macht man vielleicht etwas, was möglicherweise nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Sag, man tötet eine Person, kannst du das rückgängig machen? Nein. Vielleicht einer hat jetzt zum dritten Mal seine Frau geschieden, hintereinander weg, weil er zornig war. Kann er das wieder rückgängig machen? Antwort, die Frau ist weg. Die Frau ist weg, liebe Geschwister. Und schaut mal, wenn man im Zorn handelt und jemanden Unrecht antut, ich bitte dich bei Allah, ist es leicht danach zu ihm hinzugehen und ihn um Verzeihung zu bitten? Antwort, ja oder nein? Weil wir alle Stolz in uns haben. Sag, seid ehrlich, wir haben so einen Stolz, den wir leider nicht rauskriegen aus unserem Herzen. Wenn wir zornig waren und jemand vielleicht geschlagen haben oder etwas an Leid zugefügt haben, aber es tat uns im Nachhinein leid und wehe dir, dass dir so etwas nicht leid tut. Wenn du die Grenzen Allahs überschreitest, dann haben wir so ein Gefühl im Herzen gehabt, aber wir wissen ganz genau, jetzt müssen wir eben genau zu dieser Person hingehen, um uns zu entschuldigen. Ist das leicht? Das ist nicht leicht. Deswegen lass das von vornherein, weil dein Stolz dir meistens verbietet, dass du diese Person um Verzeihung bittest. Gibt es nicht viele Dinge, die offen sind zwischen uns und anderen Leuten, wo wir gelästert haben? Ich rede nicht mal über geschlagen, wo wir gelästert haben oder von ihm das Geld genommen haben oder ihm auf irgendeine Weise Unrecht angetan haben. Wir wissen, es gibt keinen Weg zur Verzeihung, außer dass wir zu dieser Person hingehen müssen. Frage, haben wir alle unsere Schuld wieder beglichen? Antwort, nein. Und deswegen fürchten wir den Tod. Und solange du diese Schulden auf deinem Rücken hast, wirst du den Tod immer fürchten. Erst wenn du diese Lasten ablegst, dann bist du froh, Allah Azza wa Jal zu begegnen. Möge Allah Azza wa Jal uns ihn nur begegnen lassen, wenn wir in einem wahrhaftig gläubigen Zustand gestorben sind. Amen. Liebe Geschwister, Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda, er berichtete, dass ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam. Und dieser Mann sagte zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam aussehen. Rate mir, was kannst du mir für einen Ratschlag geben, O Gesandter Allahs? Dann sagte der Gesandte Allahs, la tarda, werde nicht zornig. Dann sagte dieser Mann erneut, aussehen, zum zweiten Mal. Der Gesandte Allahs wiederholte hieraufhin nur seine Worte, la tarda, werde nicht zornig. Und zum dritten Mal wiederholte dieser Mann, als ob er dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen wollte, gibt es noch einen anderen Ratschlag? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam aber sagte wieder, la tarda, werde nicht zornig. Und ich frage euch, o Diener Allahs, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier nicht zu dem Mann zum Beispiel den Ratschlag gegeben, töte nicht? Wer sagt mir das? Er sagte stattdessen, werde nicht zornig. Wer sagt mir das? Warum? Abdul Karim. Das Töten kommt nach dem Zorn. Ah, weil der Rabba, was ist? Was ist? Die Ursache allen Übels. Die Ursache allen Übels.
Und mindestens, wenn es einen Streit zwischen Brüdern gibt und einer dabei zornig wird, liebe Geschwister, das kleinste Übel, was er hier begeht, dass er den Bruder beschimpft. Zack. Alleine das ist gewaltig genug, dass du zu deinem Bruder etwas sagst, der Allah einzig und alleine anbetet und sein Wohlgefallen erreichen willst, dass du zu deinem Bruder etwas sagst, was nicht dein Recht ist. Das ist übel genug, liebe Geschwister. Das heißt, du darfst deinen Zorn nicht freien Lauf lassen. Und man soll sich beherrschen und seinen Zorn unterdrücken, liebe Geschwister. Eine Frage. Wann scheidet ein Mann seine Frau? Wenn er gerade einen Tee mit ihr trinkt und Kuchen isst und sie sich nett unterhalten und er sagt ihr, Schatz, was würdest du dazu sagen, wenn ich dich heute scheide? Passiert das so auf diesem Wege? Nein! Sie sagt ihm, du das, er sagt ihr, du das, dann nimmt er ihre Haare und die Fantasie ist groß. Danach heißt es, du bist geschieden. Nachdem der Zorn diese Personen kontrolliert hat und nicht umgekehrt. Und sie scheiden sich und lassen sich scheiden in einem Moment. Wenn du sie danach fragen würdest, warum habt ihr euch überhaupt geschieden? Es war nicht der Kuchen und es war nicht der Tee, sondern es war eine kleine Lappalie, über die es sich überhaupt nicht lohnt zu reden. Die meisten, wenn du sie fragst nach der Scheidung, warum hast du sie geschieden? Dann sagen sie dir, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es war einfach eine Affekthandlung. Im Zustand des Zorns hat er sie geschieden, liebe Geschwister. Er hat sie beschimpft in diesem Zustand und er hat sie geschlagen. Und wie viele schlagen so heftig auf eine Person ein im Zustand des Zorns, als ob es ihm nicht ausreicht, dass diese Person an dem Tag stirbt. Er möchte, dass sie dreimal stirbt. Möge Allah Azza wa Jalla uns allen vergeben. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, weil es Leute gibt, die denken, wenn sie den Zorn offen zeigen, dann ist das eine Art Stärke. Er sagte, Laysa shadidu bis-sur'a. Der Starke ist nicht der Starke im Ringkampf. Innama shadidu alladhi yamliku nafsa. Sondern der Starke ist derjenige, der, wenn er tatsächlich zornig wird, seinen Zorn unter Kontrolle hat. Frage. Kann jeder muskulöser Mann dieses tun? Antwort. Nein. Meistens lässt er seine Muskeln spielen. Aber was hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt? Du willst ihm doch folgen. Er sagte, der Starke ist nicht der Starke im Ringkampf, sondern der Starke ist vielmehr derjenige, wenn er zornig wird, wenn er ein Gefühl der Unbeherrschtheit hat, dann beißt er sich auf die Zunge. Und er begeht nicht die fatalen Folgen, die ein anderer begeht, liebe Geschwister. Lasst uns die wunderschönen Vorteile hören, wenn man seinen Zorn unter Kontrolle hat. Erstmal, o Diener Allahs, gebe ich dir die frohe Botschaft. Allah hat die Eigenschaften derjenigen, die ihren Zorn kontrollieren, unter den Muhsinin erwähnt, unter den Besten aller Diener. Es gibt die Muslime, es gibt die Mu'minun und es gibt die Muhsinun, liebe Geschwister. Der Muslim, ein normaler, einfacher Muslim, der gerade mal so seine Pflichten macht. Dann gibt es aber einen Gläubigen, er ist viel besser als der Muslim. Und dann gibt es einen Muhsin, das war die Glaubensstufe der Propheten gewesen. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal, er beschreibt sie, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und diejenigen, die, wenn sie zornig werden, ihren Zorn unterdrücken. Allah Akbar. Das sind die besten aller Diener, die Gottesdienenden, Muhsinin, liebe Geschwister. Al-Qurtubi, Rahmatullah alayh, er beschrieb zu dieser Ayah eine folgende Situation. Maimun damals, ein gewaltiger Mann, liebe Geschwister, er hatte damals Gäste bei sich zu Hause. Und bei ihm zu Hause arbeitete eine Dienerin. Und als er mit seinen Gästen saß und darauf wartete, dass endlich das Essen serviert wird, dann kam die Dienerin mit der heißen Suppe, die Vorspeise, und sie lief und stolperte über den Fuß von Maimun. Die heiße Suppe wurde in seinen Schoß verschüttet, liebe Geschwister. Ihr müsst euch mal vorstellen, heiße Suppe und du hast nicht wirklich dicke Kleidung an.
hier könnte schnell mal eine Hand fliegen. Und das ist deine Dienerin. Und es war klar, wie die Dienerin damals behandelt werden, liebe Geschwister. Er war sehr, sehr zornig gewesen. Was sagte sie daraufhin zu ihm? Sie sagte, bevor er sie schlagen wollte, mein Herr sagt im Koran, sie meint Allah Azza wa Jal, والكاظمين الغيظ. Und diejenigen, die ihre Wut unterdrücken. Er sagte zu ihr, ich habe es soeben getan, aber er war natürlich immer noch aufgebracht. So handelte sie und sagte weiter, والعافين عن الناس. Die hat diese Eier sehr gut beherrscht. Und sie hat gemerkt, es läuft gut. Dann sagte sie, und die, die den Menschen verzeihen. Er sagte, ich habe dir auch verziehen. Dann sagte sie, Wallahu yuhibbul muhsinin. Und Allah liebt die Gutestunden. Er sagte zu ihr, du bist frei. Für Allah Azza wa Jal, du bist ab heute keine Sklavin mehr bei mir. Es hat geklappt. Ihre Rechnung ist aufgegangen. Weil diese Leute, sie waren wirklich, liebe Geschwister, manchmal sehr zornig gewesen. Aber was war der Unterschied zwischen ihnen und uns? Wenn sie Koran gehört haben, die Worte Allahs Azza wa Jal, was ist mit ihrem Zorn passiert? Er ist soeben verflogen. So wurde auch Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda beschrieben, liebe Geschwister, dass er immer Halt gemacht hat bei den Worten Allahs. Kana waqifan inda kalami Allahi Azza wa Jal. Wann auch immer er die Worte Allahs gehört hat, hat er auf einmal sofort einen anderen seelischen Zustand bekommen. Er hat auf einmal seine Aggression unterdrückt. Können wir unsere Aggression unterdrücken, wenn wir wissen, wir sind jetzt aufgebracht und dann hören wir den Hadith, der so in unseren Kopf herumschwirrt. La ta'adab, werde nicht zornig, werden wir dann auch ruhig. Eine Frage, liebe Geschwister, werden wir auch ruhig. Abu Dharr, radiyallahu anhu arda, er sagte zum Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Zeige mir eine Tat auf, o Gesandter Allahs, und niemand hat mehr Wissen als du, so dass ich mit dieser Tat das Paradies erreichen kann. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, la taghdab wa laka al-jannah. Werde nicht zornig und du wirst in das Paradies eingehen. Du wirst in das Paradies eingehen, o Diener Allahs. Du wirst dir nicht den Zorn zuziehen, wie eine Person, der seinen Zorn freien Lauf lässt. Nein, vielmehr wird Allah Azza wa Jal dich in das Paradies eingehen lassen. Und eine der schönsten Überlieferungen, und ich bin mir sicher, dass ihr sie lieben werdet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, man karama ghaizan, wa huwa qadir ala an yunfidaha. دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. الله عز وجل wird eine Person, der wütend gemacht wurde, der provoziert worden ist, und er hat seinen Zorn unter Kontrolle gehalten, obwohl er seinen Zorn hätte ausleben können, so wird diese Person, der gläubig war und Halt gemacht hat, wo er wirklich hätte weitermachen können, er wird am Tage der Auferstehung vor allen Bewohnern gerufen, um sich die Paradiesjungfrauen auszusuchen, die ihm am meisten gefallen. Allahu Akbar. Suche dir die Farbe aus, welche Farbe du auch immer begehrst. O Diener Allahs, in einer anderen Überlieferung, derjenige, der seinen Zorn unterdrückt und er hätte ihn freien Lauf lassen können, so wird Allah Azza wa Jal am Tage der Auferstehung sein Herz mit Zufriedenheit füllen. Mit Zufriedenheit. Möge Allah Azza wa Jal uns zufrieden machen. Die Geschwister, viele provozieren den Zorn. Es gibt Leute, wenn sie miteinander sind, und das sehen wir im Übrigen bei vielen Jugendlichen, sie haben einen schlechten Spaß untereinander. Sie machen schlechten Spaß. Wisst ihr, was schlechter Spaß ist? Hä? Zum Beispiel, einer nimmt dem anderen etwas weg, was dieser sehr wertvoll für sich findet. Einer nimmt dem anderen ein Handy weg und läuft damit weg. Es gibt so Kinder, der ist 25 mit Bart, aber ich habe dein Handy genommen. Wir wissen das. Es gibt diese Leute. Dann nimmt er ihm das Handy weg und rennt weg. Was passiert mit dem anderen? Er wird zornig. Und manchmal reicht das so weit, dass, liebe Geschwister, es vielleicht zur Beleidigung, zu einer Schlägerei oder zum Tod führen kann.
Das sollen wir unterlassen, diesen schlechten Spaß. Und viele übertreiben im Spaß. Und ich habe das gemerkt. Sie übertreiben den Spaß. Der sagt die ganze Zeit, Achi, Taqillah. Als ob das ein Spiel ist. Ja, Achi, weißt du, worüber du hier redest? Über Taqwallah, über die Gottesfurcht. Du sollst der Erste sein, der Allah Azza wa Jal fürchtet. Merkt ihr, dass viele Leute damit spielen? Achi, Allah yedik. Was ist das für ein Benehmen? Wallahi al-Azim, manchmal frage ich mich, ob die ganzen Unterrichte, die wir im Laufe der Jahre gemacht haben, ob sie überhaupt durch Herzen eingedrungen sind oder nicht. Und leider sehe ich viele Dinge wie Geschwister miteinander. Und ihr wisst, ich bin in meinem anderen Zimmer. Ich weiß auch warum. Weil ich mein Herz nicht kränken möchte. Weil man mit vielen Geschwistern gar nicht richtig reden kann. Sie haben den Islam angenommen, die Rechtleitung Allahs, und haben gesagt, La ilaha illallah. Wie viele findest du von ihnen, die schmutzige, dreckige Wörter in ihrem Wortschatz immer noch äußern, als ob er niemals die Rechtleitung erfahren hat? Wie viele von ihnen findest du, die nicht mal einen normalen Satz aussprechen können, der redet auf eine Art und Weise, wie du es nicht mal eine Minute ertragen kannst. Seine Worte sind Peitschenhiebe auf deinem Herz. Warum soll ich mit so einer Person reden? Und ich sehe, dass viele Geschwister, und es kamen Leute, möge Allah sie segnen, und sie sagten zu mir, Abul Bara, du weißt nicht, wie manche Leute hier in dieser Sahaba-Moschee reden. Sie reden auf eine Art und Weise miteinander, wie es sich, wallahi al-azim, für einen Muslim nicht gebührt. Und ich habe auch gehört, dass manche Geschwister deswegen nicht mehr zur Sahaba-Moschee kommen. Nicht, weil sie die Unterricht oder sonstiges meiden wollen, sondern es gab einfach mal, aufgrund vom schlechten Spaß, aufgrund von Übertreibung und die oder andere Sache, gab es so ein Ereignis und sie kommen deswegen nicht mehr in die Sahaba-Moschee. Oder Schwester, sie kamen hier in die Moschee und wollten den Unterrichten zuhören. Und dann gibt es Mütter, möge Allah Azzawajal sie segnen. Und ihr wisst, im Hause Allahs haben wir überhaupt kein Problem von der Sahaba-Moschee, dass man auch seine Kinder mitbringt. Das wisst ihr, das sagen wir auch schon seit Jahren. Aber die Mutter, die mit ihren Kindern hierher kommt, in die Moschee, mindestens soll sie auf ihre Kinder aufpassen, damit die anderen Schwestern, die wallahi von weit her gekommen sind, um sich einen Unterricht in Ruhe anzuhören, damit sie einfach den Unterricht genießen können und danach für sich auch etwas mitnehmen können. Aber wir haben solche Mütter, und ich rede allgemein, ich meine keine bestimmte Person. Nicht, dass man mich ankreidet für irgendetwas. Da kommt eine Mutter, sie lässt ihre Kinder einfach so links und rechts und oben und unten herumtanzen, und zum Schluss kommen manche Schwestern nicht mehr zum Unterricht. Es ist so, als ob sie zur Moschee kommen, um hier einen Stellplatz für ihre Kinder zu haben. Nach dem Motto, zu Hause stören sie mich genug und da machen sie meine teuren Sachen kaputt, also bringe ich sie zur Sahaba-Moschee. Masha'Allah. Was ist das für eine Einstellung? Was ist das für eine Einstellung? O Dienerinnen Allahs, sondern bitte fürchtet Allah. Und ich höre, wie viel Riba und Namima gemacht wird, hier mitten in der Moschee. Das heißt, man muss zum Hause Allahs kommen, um schlecht über die Menschen zu reden. Wer hat uns das beigebracht? Und ich empfehle, wenn man Leute sieht, mit denen man nicht normal reden kann, dann distanzier dich von ihnen. Was heißt distanzier dich von ihnen? Sag ihnen kein Salamu alaikum mehr? Nein. Wir sollen die Wörter verstehen. Du gibst ihnen den Salam und du lächelst ihnen ins Gesicht, aber du brauchst kein Liebesverhältnis zu ihnen zu haben. Sind wir verpflichtet, dass wir mit jedem Muslim ein Liebesverhältnis haben? Antwort: Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er mochte manche Leute nicht. Und Aisha hat ihn bezüglich dieser Leute gefragt. Er mochte sie einfach nicht. Aber er hat sie trotzdem gut behandelt. Und das ist der Unterschied. Du lächelst in ihm ins Gesicht, sagt man, das ist ja heuchlerisch. Unsere Religion hat uns beigebracht, auch wenn es gegen unsere eigenen Nafs, gegen unsere eigene Seele ist, dass wir trotzdem was zeigen gegenüber den Brüdern, hä? Güte. Die Religion des Islam, gewaltig. Gewaltig, O Diener Allahs. Hört diese Überlieferung, die jedes Herz schlagen lässt. So heißt es, liebe Geschwister, wie Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, an rajulan shatama Abu Bakr wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jalis. Ein Mann kam und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war mit Abu Bakr al-Siddiq
Allahu Akbar. Abu Bakr Siddiq hatte diese großartige Gnade, dass er immer mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah ihn mindestens zweimal am Tag. Allahu Akbar. Weil gut zu gut passt. Und übel passt nicht zu übel. Die beiden Üblen können sich nicht riechen. Kennt ihr das? Zwei Leute, der hat einen widerlichen Charakter und der und die kommen nicht miteinander aus. Er sagt dir, nee, nee, der ist wirklich ein Jahil. Und er ist selber ein Jahil. Er selber. Aber schau mal, er merkt das erst, wenn er das bei anderen sieht. Bei sich erkennt er das gar nicht mehr. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er saß mit Abu Bakr in der Moschee. Dann kam ein Mann auf Abu Bakr zu und beleidigte ihn. Allahu Akbar, in der Anwesenheit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich will euch nur beibringen, was ein schlechter Charakter ist. Überlegt, der Gesandte Allahs sitzt neben Abu Bakr. Dann kommt ein Mann und ihn interessiert nicht, ob er im Hause Allahs ist. Neben dem Gesandten Allahs etwas sagt. Zu dem Besten aller Gefährten, nach dem Gesandten Allahs, Abu Bakr. Möge Allah Azza wa Jal jede schmutzige Zunge, die schlecht über Abu Bakr spricht, möge Allah diese Zunge vernichten. Allah Azza wa Jal hat ihm gekürt, dass er als einer der besten Menschen in der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein kann. Dann hat dieser Mann ihn beleidigt. Faja'ala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ya'jab. Dann hat der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, während dieser Mann Abu Bakr beleidigt hat, er hat sich gewundert und gelacht. Gelacht! فَلَمَّ أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ. Als dieser Mann übertrieben hat, er hat einmal über Abu Bakr Schlechtes gesagt. Er hat ihn zum zweiten Mal beschimpft. Er hat ihn zum dritten Mal beschimpft. Was hat Abu Bakr daraufhin gemacht? Er hat ihm geantwortet, zurückbeschimpft. فَغَدِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dann ist der Gesandte was? Zornig geworden. Subhanallah al-Azim. Der Mann beleidigt die ganze Zeit Abu Bakr. Und der Prophet Muhammad hat nichts anderes zu tun, als dass er da sitzt und lächelt. Und dann verteidigt sich Abu Bakr, nicht nach dem ersten oder zweiten Mal, erst nach dem dritten Mal. Auf einmal wird der Prophet Muhammad zornig. Guckt mal, Abu Bakr al-Siddiq. وقام فلحق أبو بكر فقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعد قولي غضبت وقمت. Du hast doch selber gehört, wie er mich beleidigt hat, dieser Mann. Und er hat mich auf eine Art und Weise beleidigt, wie es mir wehgetan hat. Und dann habe ich mich erst zur Wehr gesetzt. Und ich habe einfach nur geantwortet auf seine Worte. Und dann bist du auf einmal aufgestanden. Dann sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, hört diese wunderschönen Worte. Qala innahu kana ma'ak. Qala innahu kana ma'ak malak. Yuraddu ank. Falamma radatta alaih. Ba'da qawlihi wata'a ash-shaytan. Falam akun li'aqwada ma'a ash-shaytan. Als du, o Abu Bakr, einfach nur da gesessen hast und dieser Mann dich beleidigt hat, dann sah ich einen Engel, Allahu Akbar, der dich verteidigt hat. Und dieser Engel sagte zu dem Mann, du bist das selber, nicht Abu Bakr, du! Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam begann dann zu lachen, als er diesen Engel gesehen hat. Und als aber Abu Bakr zurückgeantwortet hat, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist der Engel davongezogen und Shaitan kam an seiner Stelle und ich sitze nicht dort, wo der Shaitan ist. Allah Akbar. Allah sandte einen Engel, der Abu Bakr as-Siddiq verteidigt hat. Möchtest du nicht, dass ein Engel dich verteidigt, bevor du dich selber verteidigst? Sagt man aber, ich möchte ihn bitte umbringen, bitte einmal. Nein, nicht einmal und nicht zweimal und nicht dreimal. Wir wissen, dass es sehr schwer ist, in so einem Moment, liebe Geschwister, seinen Zorn unter Kontrolle zu halten. Aber denke doch über die Vorteile nach. Lasst uns darüber reden, was können wir tun, wenn wir zornig sind? Welches Medikament hat uns diese großartige Religion gegeben? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sah einmal, wie zwei Männer miteinander unverschämt geredet haben. Er sah, dass diese beiden Männer sich beschimpften. Dann sagte er, bevor diese Leute noch mehr
erzürnt sind. Er sagte, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ich kenne ein Wort, wenn dieser Mann, der gerade sehr zornig ist, dieses Wort sagen würde. Hä? Was sollen wir sagen? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dann wäre dieser Zorn verflogen. Dann wäre dieser Zorn verflogen, o Diener Allahs. Und es heißt in einer anderen Überlieferung, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ. Wenn einer von euch zornig ist, dann soll er, wenn er steht, sich hinsetzen. فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَرُ وَإِلَّا فَلْيَطَّجِرْ. Wenn der Zorn hinweggeht, schön, und wenn nicht, dann soll er sich sogar hinlegen. Das heißt, die Phasen sind folgende. Du stehst, dann sollst du, wenn du merkst, es wird sehr brenzlig, dich hinsetzen. Merkst du, es ist immer noch brenzlig und nicht besser geworden, dann legst du dich hin. Ich hörte von einem Bruder, er meinte, da war einer, der hat Streit gehabt, der hat sich gleich hingelegt. Das heißt, Allahu Akbar, welcher Zustand schon erreicht war, liebe Geschwister. Tayyib, eine Frage an euch, oh ihr Gelehrten aus Berlin. Warum sollte in jedem Fall vermieden werden, dass jemand steht, während er zornig ist? Warum? Warum sollte, Frage verstanden, in jedem Fall vermieden werden, dass jemand steht, wenn er zornig ist? So. Weil in der Position ist es am leichtesten für ihn, zum Beispiel anzugreifen oder so. Es ist die Position, in der es für ihn am einfachsten ist, anzugreifen. Merkt ihr, er ist ja schon bereit. Er ist ja schon bereit, auf den anderen loszustürmen. Aber wenn du sitzt, dann hast du ein anderes seelisches Gefühl. Und wenn du liegst, dann sagst du, ach, lass ihn, ich habe jetzt keine Lust drauf zu stehen. Das ist die Situation, liebe Geschwister. Und ich schließe ab mit einem wunderschönen Hadith. Also ich schließe nicht ganz ab, sondern ich sage das, damit ihr endlich froh seid. Endlich ist es zu Ende. An Abi Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda al-Ansari. Abu Mas'ud, nicht Ibn Mas'ud, Abu Mas'ud al-Ansari. Qal, kuntu adribu hulaman li. Ich hatte einen Knaben, der für mich gearbeitet hat, und den habe ich ordentlich verprügelt. فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِ صَوْتًا. Dann hörte ich hinter mir eine Stimme. اِعْلَمْ أَبَ مَسْعُودِ لَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ لَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ. Wisse, O Abu Mas'ud, Allah ist mehr in der Lage, mit dir das zu tun, was du gerade mit dem kleinen Kind machst. Er sagt, dann habe ich mich umgedreht. فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ. Es war der Gesandte Allahs, der zu mir gesprochen hat. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَحُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. Ich sagte, o Gesandte Allahs, er ist frei, auf dem Wege Allahs. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, er soll frei sein und ich hoffe, dass Allah mir so vergibt. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, أَمَا لَوْ لَمْ يَفْعَلْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارِ. Hättest du ihn nicht freigelassen, hätte das Höllenfeuer dich berührt. Und ich sage dir, o Diener Allahs, wenn du deinen Zorn an einer Person auslässt, und manche machen das gegenüber ihren Frauen, weil sie schwach sind, und manche machen das gegenüber anderen schwachen Personen, wisse, und das wird dich davor schützen, zornig zu sein und deinen Zorn freien Lauf zu lassen, Allah ist noch mehr mit dir in der Lage, das zu tun, was du gerade mit dieser schwachen Person machst. Richtig? Das weißt du doch. Du weißt das doch, o Diener Allahs. Ein Mann, er war zornig, dann hat er sein Kind auf eine Art und Weise geschlagen und er hat ihn damit, liebe Geschwister, den Arm so verdreht, dass der Junge ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Vater hat bereut. Natürlich danach bereuen immer die Menschen. Aber zu dem Zeitpunkt rächen sie sich, denn viele, wenn sie ihre Kinder schlagen, machen sie das nicht als eine Art Erziehungsmethode, sondern aus Rache. Der hat jetzt nicht auf mich gehört, jetzt räche ich mich an ihn. So ist es falsch, liebe Geschwister.
Und wenn man einem Kind einen Klaps gibt, dann soll man ihm zu verstehen geben, warum man ihm diesen gegeben hat. Weil bei manchen Kindern, der kriegt links eine, rechts eine, von oben, von unten. Warum, Papa? Oh, ich hab gerade nichts zu tun. A'udhu billah. Das ist doch nicht irgendeine Puppe, die du schlägst. Das Kind wurde ins Krankenhaus eingewiesen. Und später kam der Vater zu ihm ins Zimmer herein. Dann sagte er, oh mein Sohn, es tut mir so leid, was ich mit dir gemacht habe. Er sagte, oh Vater, ich möchte nur wieder meinen Arm bewegen können. Der Arzt hat gesagt, ich kann es nie wieder tun. Ich möchte nur meinen Arm wieder bewegen können. Der Arzt sagte, ich werde es nie wieder tun können. In einem Moment des Zorns hat er sein Kind zu einem behinderten Kind gemacht. Möge Allah Azza wa Jalla uns unseren Zorn vergeben. Und ich schließe ab, liebe Geschwister, dass jeder aufpassen sollte, auch mit Urteilen. Wir haben gesagt, der Zorn ist nichts Gutes und er verursacht sogar die Worte des Kufr. Oder sogar, dass ein Mann in diesem Zustand seine Frau scheidet. Wenn ein Mann in einem Zustand ist, wo sein Verstand weggeflogen ist, ich hoffe, jeder versteht, was ich meine. Dieser Mann ist irgendwo zwischen Himmel und Erde. Er weiß nicht, was er tut. Und wenn er danach gefragt werden würde, was hast du getan, sagt er, ich weiß es nicht. Derjenige, der in so einem Zustand ist, und das ist Ijma' aller Gelehrten, wenn er auch seine Frau scheidet, diese Scheidung gilt nicht. Diese Scheidung gilt nicht. Aber ich möchte auch gleich einen Nebensatz einfügen, weil manche Leute nutzen das. Sagt, doch, eigentlich war ich zornig. Also, ja, ich war zornig. Und auch wenn eine Person sogar Worte des Kufr spricht. Kufr. Aber er war in diesem Moment nicht bei Verstand. Dann gelten diese Worte des Kufr nicht. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah wird euch niemals für eine Sache zur Verantwortung ziehen, die ihr nicht beabsichtigt habt. Aber all das, was ihr in euren Herzen beabsichtigt habt, wird Allah Azza wa Jalla euch dafür zur Verantwortung ziehen. Heißt es, man kann damit spielen? Nein. In dem Moment, und die Gelehrten haben uns das erklärt, liebe Geschwister, wer kann mir sagen, wann können wir sagen, ich war da und ich war nicht da? Wann können wir sagen, ich war da und ich war nicht da? Weil manche Leute werden das ausnutzen. Was denkt ihr, diese Worte? Na? Wenn derjenige nicht mehr weiß, was er getan hat, wissen wir aber nicht. Haben wir gesagt, das haben wir gesagt. Aber wann weiß die Person selber, ob er da war oder nicht? Abdul Karim. Er erinnert sich nicht daran. Das ist dasselbe. Er weiß es. Ich will was hören. Bevor er das ausgesprochen hat, er wusste Bescheid, Hölle oder Paradies. Verstanden? Habt ihr das verstanden? Die Person, er hat zum Beispiel Allah beleidigt. Und er wusste, was er tut. Er war zwar zornig, aber er wusste das. Weil bevor er die Worte gesprochen hat, das kann ja auch in einer Millisekunde sein. Du musst ja nicht erstmal da sitzen und sagen, ja, was sind die Beweise aus Koran? Was sind die Beweise? Sondern du weißt, dass es falsch, haram und nicht erlaubt. Und du wirst ein Kafir dadurch. Und wer Allah Azza wa Jalla beleidigt, ist ein Kafir geworden, hat diese Religion verlassen und wird für ewig, wa al-iyadu billahi, zu einem Feuer gehen. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Außer die Person, der zu diesem Zeitpunkt keinen Verstand hatte. Woher weiß ich, ob ich keinen Verstand hatte? Zu diesem Zeitpunkt, als bevor du das ausgesprochen hast, hast du nochmal darüber kurz nachgedacht. Was sage ich da überhaupt? Egal, ich sage es. Dann bist du ein Käfer geworden. Verstanden jetzt? Verstanden? Auch der Mann, der seine Frau scheidet. Es kann sein, dass du ihn danach fragst, warum? Er sagt dir, ich weiß es nicht. Habe ich das überhaupt getan?
Der war mit Sicherheit außer Verstand. Aber wenn er wusste, genau, jetzt scheide ich sie, vielleicht ist es sogar das dritte Mal, dann ist diese Frau für mich. Ne? Er weiß das. Das kann in einer Millisekunde, bumm, so ein Blitz durchkommen und dann weiß er Bescheid, liebe Geschwister. Und ich hoffe, dass sich die Herzen mit den Worten Allahs und seines Gesandten heute etwas bewegen konnte, o Diener Allahs, auf dass wir ab heute anders handeln, als wie wir sonst immer gehandelt haben. Möge Allah Azza wa Jalla uns unsere früheren Verfehlungen verzeihen. Möge Allah Azza wa Jalla uns Geduld geben. Und möge Allah Azza wa Jalla uns zu denjenigen machen, die, wenn sie zornig sind, auf ihre Zunge beißen und dafür am Tage der Auferstehung den großartigen Lohn bekommen werden. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين